Herzlich willkommen beim Publishing Club, der vom Verband der Schweizer Druckindustrie ins Leben gerufen wurde. Heute haben wir das Thema Künstliche Intelligenz in der Bildbearbeitung mit Michel Meierle. Michel ist ein absoluter Experte um alle Themen rund ums Bild. Michel, ich freue mich heute sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Michel, du hast ursprünglich Polygraph gelernt und dich dann zum Technopolygraphen weitergebildet. Und heute bist du Leiter Layout Services bei der Emil Frey Digital AG. Genau, ja, das ist richtig. Und ich habe ja ursprünglich Grafikerin gelernt und da kommt man um Michel nicht herum, besonders nicht um seinen YouTube-Kanal. Das ist ein sehr erfolgreicher und spannender YouTube-Kanal und ich empfehle allen, dort mal reinzuschauen. So, und jetzt freue ich mich auf unser heutiges Thema und übergebe dir das Wort. Super, vielen Dank. Mir ist gerade vor 30 Sekunden die Idee gekommen, ich könnte das Ganze mit zwei, drei Folien kurz einführen. Ich habe zu diesem Thema vor etwa 3 Wochen einen Vortrag gegeben und die Leute waren recht dankbar, nicht nur eine Feature-Flach gesehen zu haben, sondern kurz 2, 3 Folien, aber ich verspreche es, ich mache nicht viele, aber vielleicht könnt ihr dann 2, 3 Dinge etwas besser einordnen, wenn wir das so machen. Wenn niemand etwas dagegen hat. 95% wird sowieso Präsentation in Photoshop oder Camera Raw oder wo auch immer sein. Also, keine Angst. Dann werde ich jetzt mal hier präsentieren. Ich hoffe, ich habe die Rechte hier erlauben. Und jetzt. So. Steht ihr meinen Bildschirm jetzt hier? Seht ihr etwas? Jawohl, tipptopp. Gut, also. Dann schauen wir doch mal. Also ich zeige da nicht jede Folie, aber ich zeige kurz 2, 3 Dinge, die mich selber inspiriert haben. Ich fange mal mit einem Zitat an, das ich gefunden habe. Und zwar ist das frei übersetzt, Erfolg beim Kreieren von künstlicher Intelligenz zu haben, wäre quasi das Größte, was die Menschheit je fertig bringt. Leider könnte es auch das Letzte sein, wenn wir uns der Risiken nicht bewusst sind. Das Zitat kommt von Stephen Hawking, ist schon ein paar Jahre her. Und der hat da quasi schon vorausgesagt oder vorausgesehen, was da kommen könnte. Es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, dass zum Beispiel bei OpenAI der ganze Tumult vor ein paar Wochen erst losging, weil OpenAI eine dermaßen bahnbrechende Entdeckung gemacht hat im Bereich KI und man sich nicht klar war, will man zuerst die Sicherheit gewährleisten oder will man das Ding vermarkten, und dann gehen die Gerüchte rum, dann hat das Theater angefangen. Also ich bin gespannt, wo das endet. Ich will überhaupt nicht schwarzmalen, ich will nur sagen, wir müssen das Thema verantwortungsvoll behandeln, und zwar nicht prinzipiell nur wir Anwenderinnen und Anwender, natürlich auch, aber ganz besonders in der Entwicklung. Und da finde ich es schön, dass Adobe sich hier große Mühe gibt, entsprechend verantwortungsvoll umzugehen. Adobe ist im Bereich KI in der Bildbearbeitung bei weitem nicht so weit, wie es gewisse in der Konkurrenz sind. Aber ich finde, wie es Adobe macht, hat es Hand und Fuß, damit wir im Anschluss wissen, da wird kein Unfug betrieben, zumindest nicht wissentlich. Und das finde ich sehr schön. Ich will da nur 2, 3 Dinge kurz zeigen, das überspringe ich. Das ist ein Zitat, das ich selten formuliert habe. Ich habe das ähnlich mal irgendwo gelesen, wusste aber nicht mehr wo. Ich bin persönlich der Meinung, dass die künstliche Intelligenz, die alleine, die wird uns keine Arbeitsplätze wegnehmen. Aber es sind Menschen, die künstliche Intelligenz nutzen, die
irgendwann Jobs ersetzen oder neue erschaffen werden. Und deshalb bin ich der Meinung, lieber vorne dabei sein und versuchen, die Gegenwart und Zukunft mitzugestalten, als einfach mich berieseln lassen und sagen, das wird sowieso nie was und das ist sowieso nichts. Lieber mitgestalten und entscheiden, mitentscheiden, in welche Richtung es gehen wird, dann hoffe ich, dass auch ich muss noch über 20 Jahre arbeiten, in Zukunft noch gebraucht werde. Was ich ganz interessant finde noch, nur ganz kurz, ist dieser Zeitstrahl hier. Und zwar das Stichwort künstliche Intelligenz, das gab es im Prinzip schon zum ersten Mal so Mitte der 1950er Jahre. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Insbesondere in Amerika war das ein Riesenhype. Da wurden Unsummen Geld für die damaligen Möglichkeiten und Verhältnisse in dieses Thema geschöpft. Und dann plötzlich, wenn ihr jetzt schaut, zwischen 1964 und 1997 ist einfach nichts mehr passiert, was nennenswert war. Das ist ein gewaltiger Gap, ein Riesenzeitsprung. Und der Grund, warum das so war, sind verschiedene Möglichkeiten. Aber das Hauptproblem war, die Technologie hat einfach noch nicht bestanden, um weiterzukommen. Es hat ganz konkret gefehlt, wenn wir uns jetzt das Ganze hier anschauen, oder ich gehe da zwei Folien zurück, es hat gefehlt an der Datenverfügbarkeit. Das heißt, heute mit dem Internet, Daten sind überall, sie können überall runtergeladen werden, sie werden überall gehortet, sie sind austauschbar. Wir haben heute die notwendige Rechenleistung, wir haben Supercomputer, die wir füttern können, wir haben die benötigten Programme und nur mit diesen drei Komponenten plus mit der Forschung und Entwicklung, also mit dem Budget, das wir dafür haben, sind wir in der Lage, eben jetzt in diesen Bereichen so bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Und das war halt hier lange Zeit nicht möglich. Und dann hat man gesagt, gut, das geht im Moment einfach nicht. Und dann wurden auch die Gelder gestrichen. Und erst mit dem Aufkommen der Schachcomputer hat sich das Ganze dann wieder in Bewegung gesetzt, als der damalige Weltmeister von einem Schachcomputer bezwungen wurde. Und vielleicht noch eine der letzten Folien, dann gehen wir weiter. Was mir noch wichtig ist, dass ihr das versteht, ist, ich habe neulich einen Artikel gelesen, ich sage jetzt nicht von wem, das ist so ein Hersteller von digitalen Drucksystemen, wurde ein Artikel publiziert über künstliche Intelligenz oder es wurde einfach in diesem Artikel gesagt, wir mischen auch mit. Und in jedem Satz wurden andere Wörter gebraucht. Einmal stand einfach künstliche Intelligenz, einmal stand Machine Learning, einmal stand Deep Learning und die Begriffe, die wurden so sinnlos ausgetauscht. Vermutlich einfach, weil das irgend so ein armer Marketing-Mensch war, der einen Artikel formulieren musste und nicht wirklich gewusst hat, wie diese Begriffe anzuwenden sind. Grundsätzlich kann man einfach sagen, alles, was ihr hier seht, Machine Learning, Deep Learning, neuronale Netze, das sind alles Unterkategorien unter dem Container künstliche Intelligenz. Also Machine Learning ist ein Teil der künstlichen Intelligenz, also ein Algorithmus, der, wenn man ihm verschiedene Daten füttert, daraus bestimmte Voraussagen machen kann. Dem sagt man Machine Learning. Und neuronale Netze, das Gehirn unten in der Mitte, das ist ein Unterbereich von Deep Learning und die ganzen Adobe KI-Geschichten, diese generative künstliche Intelligenz, die nutzen allesamt neuronale Netze. Also wir befinden uns dort im Deep Learning neuronale Netze-Bereich. Das wollte ich einfach gesagt haben. Gut, und ich glaube, den Rest ist zwar spannend, aber interessiert euch nicht, deshalb gehe ich hier jetzt wieder raus, da jetzt noch Interessantes zu sagen, aber das passt nicht zum heutigen Thema. Ich fange jetzt ganz einfach mal ganz vorne an. Und zwar will ich vielleicht, bevor ich überhaupt in den Photoshop gehe, will ich kurz auf Adobe Firefly gehen. Wenn ihr die Adobe Creative Cloud App
startet zu Hause, dann findet ihr hier auf der linken Seite, sofern die in der neuesten Version ist, das könnt ihr ja hier updaten, findet ihr Adobe Firefly. Ihr könnt auch einfach eingeben firefly.adobe.com. Geht natürlich auch. Und dann kommt ihr hier auf eine ganz coole Website, wo ihr unter anderem Text zu Bild machen könnt. Also ihr gebt einen Begriff ein und die künstliche Intelligenz, die generiert dann aufgrund eures Begriffes ein Bild. Es geht aber auch viel mehr. Also ihr könnt zum Beispiel auch Text generieren, die mit bestimmten Mustern. Entschuldigung, ihr könnt Vektoren generieren mit Mustern. Ihr könnt Videofiles oder Audiofiles bereinigen lassen mit Hintergrundgeräuschen, die sind entfernt. Und wir interessieren uns jetzt heute einfach für Text zu Bild. Das begegnet uns dann auch in Photoshop noch. Und da hat Adobe etwa vor einem Monat hat Adobe hier ein neues Modell in Firefly eingebaut, das Modell 2.0. Und damit könnt ihr jetzt deutlich mehr oder deutlich realistischere Bilder erzeugen, als es mit dem Modell 1 der Fall war. Und wieso gehe ich jetzt auf Firefly, wenn es doch heißt Bildbearbeitung? Weil ich bearbeite mein Bild mit Firefly nur rudimentär. Aber interessant ist das, was hier drin ist. Ich kann ja da mal nachher etwas eingeben kurz. Das, was hier drin ist, das wird dann irgendwann schätzungsweise auch in Photoshop oder anderes in Illustrator oder wo auch immer landen. Also das, was Photoshop heute kann, ist übrigens deutlich weniger als das, was Firefly kann. Das war einst auch mal in Firefly in der Beta drin, bei der Version 1 des Modells. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Adobe hat das nicht gesagt, aber das muss so sein, dass das, was wir hier sehen, dass diese Möglichkeiten dann später auch in den anderen Adobe-Programmen Einzug halten. Also ein Beispiel könnte sein, ganz doof einfach, ein Sport oder ein roter Sportwagen fährt entlang des Strandes von Miami Beach. Ich bin nicht so der Wintermensch, ich mag es warm. Auf Miami wäre es jetzt warm. Und jetzt rechnet das eine Weile und jetzt wird versucht, diese Begriffe hier in ein Bild umzuwandeln. Und das Ganze verhält sich überhaupt nicht so, wie einige von euch das vielleicht von Midjourney kennen oder Leonardo AI oder Dolly oder wie sie alle heißen. Es gibt hier keine versteckten Prompts und es gibt da keine große Wissenschaft mit Prompt Engineering, das ihr betreiben könnt, weil eigentlich alles, was das Modell kann, könnt ihr hier im Gegensatz zu anderen Anbietern, die Text zu Bild machen, könnt ihr hier sehr bequem über verschiedene Knöpfe und Schiebregler regeln. Das finde ich extrem praktisch, weil ich da nicht zuerst mehrere Tage, Wochen, Monate die Prompts lernen muss, damit da etwas Gutes rausschaut dabei, sondern ich kann hier zum Beispiel steuern, ich möchte gerne eher warme Farben haben. Ich hätte das Ganze gerne zur goldenen Stunde am Abend. Ich hätte das gerne, in einem Weitwinkelobjektiv bei Blende 8 simuliert. Ich kann da sogar sagen, ich hätte zum Beispiel gerne, 35 mm. Ja, moderater Weitwinkel, okay. Dann kann ich hier verschiedene Bildlooks haben, lasse ich jetzt mal stehen. Und ich kann hier sogar noch sagen, natürlich das Seitenverhältnis und ob das Ganze eher fotorealistisch sein soll oder ob das eher Kunst, also eher so gezeichnet, illustriert wirken soll. Ich habe da xxx verschiedene Regeln. Ich kann da sogar eigene Referenzbilder hochladen. Und weil ich jetzt gesagt habe, entlang des Strandes fährt er da oder steht er da natürlich im Strand. Dieses Fahrzeug existiert so nicht. Das ist einfach zufällig zusammengewürfelt aus diversem anderen Bildmaterial, das Adobe zum Trainieren dieses Modells genutzt hat. Klammer auf, Adobe nutzt da nur Bilder, die in Adobe Stock sich befinden.
und für die Nutzerinnen und Nutzer quasi ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Man kann, wenn man Bilder hochlädt bei Adobe Stock, kann man quasi die Frage beantworten, ob die Bilder zum Trainieren genutzt werden dürfen oder nicht. Und Adobe geht nicht aus Adobe Stock raus. Also es sucht keine Kunstwerke von anderen Künstlern außerhalb von Adobe Stock, wie das bei anderen Anbietern vermutlich der Fall ist. Da werden, denke ich jetzt mal, einige rechtliche Diskussionen zumindest noch auf diese Anbieter dazukommen. Aber das ist eine andere Diskussion. Also das Bild existiert so nicht und wurde einfach zufällig zusammengewürfelt. Qualitativ kann das Ganze noch nicht mit Midjourney mithalten, definitiv nicht. Aber wenn ich denke, wie wenig lange das Firefly auf dem Markt ist und wie stark sich das Ganze in der Zwischenzeit schon verbessert hat, ich denke, da werden wir in einem Jahr noch einmal viel, viel, viel weiter sein. So, und ja, wieso sage ich das? Eben, wie gesagt, das, was wir hier sehen, bin ich absolut sicher, kommt irgendwann in den Photoshop, wo wir dann halt eben sagen können, ob es eher fotorealistisch, eher illustriert und mit all diesen Einstellungen sein soll, weil all das, was ihr da rechts seht, das kann ich heute in Photoshop noch nicht einstellen. Ich kann einen Begriff eingeben, wenn ich Glück habe, passt es, wenn ich Pech habe, nicht, aber ich habe keine Schiebregler, mit denen ich das Ganze steuern kann. Aber mal schauen, wie das in 6 oder 12 Monaten ausschauen wird. Gut, dann schlage ich vor, gehen wir mal zu einem ersten Beispiel, wo künstliche Intelligenz genutzt wird. Ganz simpel, ich starte mal mit Photoshop und zwar nicht einmal mit Photoshop Beta, sondern wirklich nur mit der Standardversion von Photoshop, wie ihr sie heute standardmäßig installieren könnt. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist schon seit mehreren Jahren so in Photoshop drin, nutzt aber auch bereits künstliche Intelligenz. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel auf dem Objektauswahl- oder Schnellauswahl-Werkzeug seid, dann gibt es da oben ja diesen Knopf Motiv auswählen. Und da gibt es so ein Dreieck da, wo man draufklicken kann. Und jetzt habt ihr einerseits die Option Gerät und ihr habt die Option Cloud. Und wenn ihr da wechselt auf die Option Cloud, da steht auch detaillierte Ergebnisse, dann schickt Photoshop dieses Bild vorübergehend auf einen Adobe-Server, wo auch immer der steht. Dort wird das Bild analysiert und die Auswahl wird zurückgeschickt. Also die funktioniert nur, wenn ihr Internetverbindung habt. Und die funktioniert auch offline, ist aber nicht so exakt. Und wenn ich jetzt sage, Motiv auswählen, gut, das ist ein Studiobild, das ist sehr einfach jetzt, aber jetzt analysiert Photoshop dieses Bild oder der Photoshop-Server irgendwo in Seattle oder wo immer der steht und das Motiv wird, so gut es halt geht, ausgewählt und ich könnte jetzt ins Auswählen und Maskieren wechseln, könnte hier das Haar verfeinern, auch da kommt künstliche Intelligenz vor, wo versucht wird, Haare zu erkennen und jetzt habe ich mit 2 Klicks bin ich bereits hier. Ich hatte meine ersten Versuche mit Bildbearbeitung im Jahr 1997, Photoshop 5 war das, glaube ich, ja, 5.5, irgend sowas. Und da gab es, da waren wir weit, weit weg, da gab es kein Schnellauswahlwerkzeug oder Motiv auswählen, da gab es nur Handwerk. Und wenn ich zurückdenke und mit heute vergleiche, das ist unglaublich. Also unser Lernender bei uns im Geschäft, im 3. Lehrjahr, der Polygraph lernt, der hat keine Ahnung, wie einfach er es heute hat, für solche Auswahlen mal als Grundauswahl zu erstellen. Allein dafür habe ich 1997 schon schnell mal 5 Minuten gebraucht oder mehr, um mit Alpha-Kanälen hier hinzukommen. Also ich finde es unglaublich. Ich habe buchstäblich 3-mal geklickt oder 4-mal für die Cloud, Motiv auswählen, Klick 2, auswählen, maskieren, Klick 3 und Haare verfeinern, Klick 4
Und dann könnte ich es hier noch weiter bewegen, aber das hat mit KI dann nichts mehr zu tun. Deshalb lassen wir es sein. Aber ja, also nur schon das muss ich sagen, ich brauche das täglich, weil ich immer wieder jetzt Bilder habe im Alltag, wo ich vielleicht das Hauptmotiv etwas aufhellen muss. Es geht ja nicht mal darum, dass ich jetzt unbedingt, was soll ich sagen, dass ich unbedingt das Bild freistellen muss. Das kann auch sein. Ich versuche kurz ein anderes zu öffnen. Moment kurz. Nehmen wir das da. Das kann ja auch sein, dass ich einfach kurz hier mit meiner Tochter da das Bild etwas heller oder dunkler machen muss. Dann bin ich so froh, wenn ich kurz das Motiv auswählen kann. Hier ist es. Dann kann ich vielleicht ihn auswählen und maskieren, das Ganze etwas weicher machen und könnte jetzt beispielsweise eine Gradationskurve holen und könnte jetzt hier das Motiv isoliert bearbeiten oder ich könnte die Auswahl invertieren mit Command I und könnte dann den Hintergrund bearbeiten. Also wir reden nicht immer nur vom Objekt freistellen, sondern auch solche Änderungen. Und da ist diese erste Funktion für mich schon unglaublich hilfreich. Eine weitere Funktion, die ebenfalls KI nutzt, ist in Kamera RAW drin und in Lightroom. Ich bewege mich jetzt hier aber in Kamera RAW, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr Lightroom nutzt oder habt, aber Kamera RAW vielleicht eher. Kamera RAW ist ja der Photoshop-eigene RAW-Konverter, der immer aufgerufen wird, wenn ihr ein RAW-Bild öffnet oder wenn ihr den Filter über die Filterfunktion in Photoshop aufruft. Und ihr seht hier, im Moment habe ich hier keinerlei Masken drin. Ich habe da drauf geklickt hier. Das ist dieses Maskensymbol. Und sobald ich da zum ersten Mal draufklicke, habe ich jetzt die Möglichkeit, wie in Photoshop das Motiv auszuwählen oder den Himmel oder den Hintergrund. Nicht so spannend. Spannend wird es hier. Person. Kamera RAW hat eine Person erkannt und Kamera RAW erkennt auch 2, 3, 4, 5, 6 Personen auf einem Bild. Und jetzt wird es richtig toll, wenn ich da nämlich draufklicke, dann sagt Kamera RAW mir, ich habe Haut im Gesicht erkannt, seht ihr hier. Ich habe Körperhaut, also Hals und Hand. Ich habe die Augenbrauen, ich habe das Weiß der Augen, ich habe Iris und Pupille, Lippen, Zähne. Ja, er denkt, er hätte Zähne, aber ich bin jetzt nicht. Ich habe Haar, ich habe die Gesichtsbehaarung, also den Bart und die Kleidung. Und das Tolle am Ganzen ist, wenn ich jetzt sage erstellen, dann bekomme ich einfach eine Auswahl, so wie jetzt gezeigt. Wenn ich aber sage 9 separate Masken erstellen und ich klicke auf erstellen, dann bekomme ich hier in diesem schwebenden Fenster separate Masken. Seht ihr hier? Und ich kann damit jetzt Dinge tun. Zum Beispiel, die Hand wirkt etwas kühler als das Gesicht. Weil die Hand war weiter weg vom Blitzlicht. Hier scheint das Licht mehr rein, also war das Gesicht etwas wärmer. Die Hand wirkt etwas kühler. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel hingehen und könnte Hals und Hand wärmer machen. Ich übertreibe es jetzt. Seht ihr hier? Mit 2, 3 Mausklicks kann ich hier die zu kühle Hand wärmer machen. Wäre früher auch gegangen, aber es ist jetzt so unglaublich einfach. Ich muss da nicht einmal mehr von Hand groß maskieren. Ja, und so könnte es dann hier weitergehen. Also ich könnte zum Beispiel auf die Kleidung gehen, könnte sagen, okay, ich will die Kleidung mit etwas mehr Klarheit oder ich will sie in den Tiefen etwas aufhellen oder abdunkeln. Ich kann auch mit Plus weitergehen und zum Beispiel den Hintergrund auswählen, so. Und könnte den Hintergrund zum Beispiel etwas kühler machen, wenn ich einen kühleren Studio-Hintergrund haben wollte. Ich könnte sogar aufs Plus gehen und könnte einen Radialverlauf erstellen, sagen wir zum Beispiel so. Und jetzt wird es ganz cool, ich könnte hier nämlich auf Subtrahieren klicken. Und könnte sagen, ich subtrahiere das Motiv. Das Motiv ist der Mann.
So, und jetzt habe ich eine Ellipse im Hintergrund, der Mann wurde subtrahiert. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier so einen Spotlight-Effekt machen, seht ihr hier, und kann diese Ellipse hier schieben, wie ich will, und der Mann wird ständig wegsubtrahiert. Hier. Also so kann ich quasi digital ein zusätzlich fehlendes Blitzlicht im Hintergrund simulieren. Spielerei, aber mit 2, 3 Klicks. Ich muss da nichts von Hand maskieren. Es ist alles hier im Prinzip angerichtet. Ich muss es nur noch servieren quasi. Also es ist wirklich extrem cool. Das ist auch eine Form, eine heftige Form von künstlicher Intelligenz. Was ihr auch machen könnt, ja, ich setze es trotzdem nochmals zurück. Ich muss kurz schauen, ob ich da, ja, ich habe da bereits ein Preset erstellt. Maskieren eine Person. Was ihr machen könnt, wenn ihr einmal diese Masken erstellt habt, könnt ihr hier unten einfach hinklicken und da mit diesem Knopf ein neues Preset erstellen. Und ich habe dem da gesagt, maskieren eine Person. Und wenn ich da drauf klicke, dann analysiert Photoshop das Bild kurz und erstellt dann erneut diese Masken. Seht ihr? Ich setze es nochmals zurück. Jetzt sind die Masken weg. Seht ihr? Und jetzt muss ich in Zukunft nur noch hin. Ich muss nicht einmal mehr da draufklicken und all diese Häklein auswählen. Ich klicke hier auf eine Person maskieren. Jetzt wird gerechnet und wenn ich hier schaue, sind die Masken da. Sogar noch angereichert mit Motiv, mit Himmel und Hintergrund. Das hatte ich zuvor nicht. Der Himmel wurde hier nicht wirklich erkannt, weil es ein Studiobild ist. Aber jetzt kann ich jedes beliebige Bild öffnen. Ich klicke auf dieses Preset und all diese Masken sind schon da und ich kann loslegen. Da spare ich mir auch wieder eine Minute, wenn ich nicht manuell auf all diese Knöpfe klicken muss. Und ich finde das genial, dass quasi im Preset drin Kamera Raw sich merkt, dass da eine KI angesteuert werden muss. Und es gibt sogar Presets, die Adobe mitbringt, die ebenfalls KI nutzen, nämlich zum Beispiel Portrait Schwarz-Weiß oder Portrait Gruppe. Die haben ebenfalls künstliche Intelligenz drin, wo dann zum Beispiel ein Gesicht erkannt wird und so. Also wirklich cool. Das war Thema Nummer 2 der künstlichen Intelligenz, diese automatische Maskenerstellung. Dann Thema Nummer 3. Gibt es schon seit einigen Jahren in Photoshop, ich will es trotzdem kurz zeigen, nutzt ebenfalls künstliche Intelligenz. Und zwar das hier, Himmel austauschen. Wenn ihr in Photoshop ins Menü Bearbeiten geht, habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, Himmel austauschen. Und wenn ich da draufklicke, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, ich muss da kurz warten, bis fertig gerechnet wurde, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier zwischen verschiedenen Himmeln zu wählen. Spektakulär, blaue Himmel, Sonnenuntergänge, zum Beispiel sowas. Und dann wird automatisch versucht, hier das Motiv quasi freizustellen und den Himmel hinten dran zu setzen. Je nach Himmel passt das dann besser oder schlechter. Nehmen wir mal den. Aber wir können das jetzt noch weiter bearbeiten. Wir können zum Beispiel die Helligkeit des Himmels anpassen, können ihn wärmer oder kühler noch machen. Wir können auch den Vordergrund korrigieren. Ich kann zum Beispiel die Vordergrundbeleuchtung anpassen. Also wenn ich dann nach rechts fahre, dann versucht Photoshop, den Vordergrund ein wenig dem Himmel anzugleichen. Der Vordergrund wird nämlich auch kühler, seht ihr? Der Leuchtturm wird kühler. Und so weiter. Also ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Ist nicht perfekt, aber das Coole ist, wenn ich nachher sage, neue Ebenen, dann erstellt mir hier Photoshop alles Ebenen. Und das wurde automatisch erzeugt. Und schaut mal, wie filigran hier dieses Gitter vom Leuchtturm und diese Treppe hier bereits erkannt wurden.
Und da kann ich ja jetzt hingehen und kann manuell diese Maske nachbearbeiten. Da kann ich euch übrigens noch einen Tipp empfehlen. Wenn ich jetzt da einfach einen Pinsel hole und sage, ich möchte hier den Leuchtturm schwarz haben, dann seht ihr das Problem, wenn ich da nicht exakt bin, dann male ich da in diese feinen Details rein. Ihr könnt aber einfach einen Pinsel nehmen, den mit Schwarz oder Weiß bestücken und den Pinsel auf weiches Licht stellen. Und wenn ich jetzt hier innen male, dann wird das zwar schwarz, wenn ich da außen male, passiert aber so gut wie nichts. Und jetzt kann ich da drüber fahren, ohne dass da alles schwarz wird. Und wenn das zu aggressiv ist, dann habe ich noch die Möglichkeit, zum Nachbelichten und Abwedeln zu wechseln. Zum Beispiel hier zu dem. Und wenn ich jetzt da drüber fahre, hier wird das Bild, ich gehe da mal auf die Tiefen, wird das Bild aufgehellt. Wenn ich die Alt-Taste drücke, wird es abgedunkelt. Und wenn ich jetzt hier nur die Tiefen aktiv habe, kann ich hier zum Beispiel auch drüber fahren und mein Geländer hier die Treppe betonen, ohne dass da alles weiß wird. Und wenn ich es umkehre auf die Lichter, dann kann ich hier die Lichter quasi oder die Mitteltöne aufhellen, ohne dass ich da zu stark reingehe. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich selber täglich brauche, weil er sehr praktisch ist. Also dieses Himmel austauschen ist auch etwas ganz Banales, aber wenn man das mal muss, spart relativ viel Zeit. War eine der früheren KI-Funktionen. Gut, was haben wir? Himmel austauschen, wäre gut, wäre gut. Entrauschen, ja, ganz kurz, ganz super kurz, weil nicht so spannend, denke ich, für euch. Jetzt muss ich kurz schauen, ist das wirklich das Richtige? Moment, kurz. Ja, bin ich ganz sicher. Ich zeige es trotzdem kurz. Kann sein, dass ich da das Falsche genommen habe. Nein, in Kamera Raw findet ihr hier unter Rauschreduzierung, findet ihr Entrauschen. Und wenn ihr da draufklickt auf Entrauschen, dann analysiert Kamera Raw dieses Bild. Das gibt es übrigens auch in Lightroom. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht jetzt mit der ganzen Übertragung. Ihr seht hier dieses Rauschen. Das war, Jesus Gott, das Bild ist etwa 8 Jahre alt, schätze ich jetzt mal. Da hat es bei ISO 8000 noch mehr gerauscht als heute. Ihr seht da in der Hand. Und wenn ich die Maus loslasse, dann seht ihr, wie das Rauschen weg ist und wie die Details hier trotzdem noch hier sind. Seht ihr, die sind alle noch hier. Und wenn ich jetzt klicke auf Verbessern, ich mache das nicht, weil dann dauert das 30 Sekunden. Dann erstellt Kamera Raw ein neues DNG, das entrauscht ist und das ich weiter bearbeiten kann. Hier wird ebenfalls sehr stark künstliche Intelligenz genutzt. Leider gibt es das so in Photoshop noch nicht, also ihr müsst in Kamera Raw rein. Ich glaube aber, das kommt in die neuralen Filter, wie sie heißen, irgendwann dazu, weil angeblich ist es schon in Entwicklung. Gut. Das ist sicher praktisch für alle, die, was soll ich sagen, Hochzeiten fotografieren und die sich in hohen ISO-Bereichen bewegen, ist das sicher sehr praktisch. Ist aber relativ langsam und mühsam, wenn ihr das auf 100 oder 1000 Bilder anwenden müsst. Gut, dann vielleicht ganz kurz ein, zwei neurale Filter in Photoshop, die nutzen auch künstliche Intelligenz. Ich nehme mal den da. Das ist ein altes Bild, das habe ich von Getty Images oder so runtergeladen. Ihr seht hier diese Kratzer im Bild und ich möchte mal schauen, ob ich das ein bisschen restaurieren kann und wähle dazu Filter, neurale Filter. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, wo haben wir den guten Kollegen Bildwiederherstellung? Ich muss den dann noch kurz runterladen, weil ich den noch nie genutzt habe in dieser Version. All diese Neural Filter, die ihr da seht, nutzen KI einfach, um andere Dinge zu tun.
Ich kann die heute nicht alle zeigen. Wir nutzen den kurz, schalten den ein und jetzt habe ich hier Fotoverbesserung, Gesicht verbessern, Kratzerreduzierung, Rauschreduzierung, ja, was es alles gibt. Und wir lassen den da kurz rechnen und das Krasse ist, dass Photoshop jetzt hingeht und gewisse Bereiche ersetzt durch künstlich erstellte Inhalte. Wenn der da durch ist, schauen wir uns kurz die Augen an. Weil die Augen, die ersetzt der eigentlich immer, bin ich der Meinung. Das ist jetzt. Und mal schauen, das war zuvor. Schon noch krass. Also das Bild sieht ähnlich aus, wurde aber teilweise ersetzt. Und es wurde zum Beispiel auch verschlimmbessert. Das Original hatte hier noch einen Knopf und hier ist er weg. Also den müsste ich dann quasi hier wieder rauf retuschieren. Ich kann auch einfach sagen, erstelle mir im Anschluss eine neue Ebene. Entschuldigt mein Husten, ich hatte oder habe seit 5 Wochen eine hartnäckige Bronchitis und die will irgendwie nicht weg. Jetzt ist das Ganze auf einer eigenen Ebene. Die Kratzer sind weg mit einem Mausklick. Ich hätte das auch als Smart-Objekt speichern können, dann könnte ich wieder rein in den Filter und hätte jetzt natürlich noch die Möglichkeit, die Deckkraft zu verändern oder mit Masken zu arbeiten. Aber das ist ja, ich finde das krass. Man muss nicht alle Tage alte Bilder restaurieren, aber das zeigt relativ schön, wozu KI in Photoshop in der Lage ist. Das waren so die Anfänge von generativer KI, bevor generativer Inhalt in Photoshop eingeführt wurde. Was haben wir noch, damit wir da nicht so viel Zeit verlieren? Ich glaube, ja, vielleicht den noch ganz kurz. Ganz kurz. In der Porträtretusche, so Beauty-Retusche, High-End-Retusche, da wird teilweise unendlich viel Aufwand betrieben, um Haut weich zu zeichnen. Wobei, das ist eigentlich schon bearbeitet, aber ich habe nichts Besseres gefunden auf die Schnelle. Wenn ich da sage, neurale Filter, gibt es ebenfalls einen Filter, der heißt Hautglättung. Und wenn ich den laufen lasse und ich klicke kurz auf neue Ebene, okay, dann seht ihr, das Resultat, also die Haut wurde weich gezeichnet, die Wimpern, die wir da sehen, die sind aber immer noch scharf hier und ich könnte jetzt natürlich noch hingehen, eine Maske erstellen, einen Pinsel holen mit schwarzer Farbe im Vordergrund, vielleicht 50% Deckkraft und könnte hier mit Schwarz über die Bereiche malen im Modus Normal, die ich nicht verändert haben möchte. Und wenn ich jetzt nicht viel Zeit habe, um Haut weich zu zeichnen, wäre das eine Möglichkeit. Klammer auf, das Ergebnis ist aber sehr, sehr beschränkt, weil zum Beispiel Hals oder Hände und Schulter wird nicht erkannt. Seht ihr, es wird wirklich nur das Gesicht erkannt und das ist für mich die große Schwäche, die es heute noch gibt, weil ihr erkennt gut retuschierte Porträts immer daran, dass der Bearbeiter, die Bearbeiterin halt eben die anderen Körperteile nicht vergessen hat. Sehr oft wird da sehr viel Aufwand ins Gesicht gesteckt und dann sehen die Hände oder die Arme total anders aus als das Gesicht und dann ist der Job halt eben nur zur Hälfte gemacht, wie hier. Ich hoffe, das wird noch verbessert. Gut. Es gibt noch andere neurale Filter, die ich aus Zeitgründen nicht zeige. Man könnte zum Beispiel Vorder- und Hintergrundbilder einander angleichen lassen und so. Ja. Oder es gäbe auch eines, kommt mir erst jetzt in den Sinn, wo man bei diesem da zum Beispiel sagen könnte, mach den glücklicher oder mach den älter und dann versucht Photoshops generative Engine hier diese Person älter oder jünger oder glücklicher oder wütend zu machen, würde ich niemals im echten Berufsalltag nutzen. Ich finde das verwerflich ethisch, ehrlich gesagt.
weil das ist dann wirklich nicht mehr die Person, die ihr mal fotografiert habt oder die euch vorgelegt wird zum Bearbeiten. Ich würde mich hüten, das zu tun, aber es geht. Also nicht alles, was geht, muss gut sein. Gut, dann ein erster Einblick in die generative Füllung. Und zwar sagen wir bei diesem Bild, stört mich vielleicht das Tattoo. Ich habe nichts gegen Tattoos, aber ich habe dieses Bild ausgewählt, weil ohne generative Füllung, muss ich sagen, sind wir jetzt hier an einem Punkt angelangt, wo ich sagen muss, das kann ich schon retuschieren, es ist kein Problem. Aber eine Viertelstunde brauche ich, wenn ich das gut machen will. Also die Uhr ein halbes oder ein Jahr zurückgedreht. 10, 15 Minuten müsst ihr mir geben, wenn das wirklich gut ausschauen soll. Und jetzt schauen wir mal, wie lange wir brauchen mit generativer Füllung in Photoshop. Ich habe hier, damit ihr nicht so lange auf mich warten müsst, einfach kurz mit dem Lasso eine Auswahl erstellt um dieses Tattoo. Und sobald ihr eine Auswahl aktiv habt, fragt euch Photoshop hier mit diesem Fenster, was ihr machen wollt. Ihr könnt das auch unter Fenster kontextbezogene Taskleiste einblenden, wenn ihr das nicht seht. Und normalerweise ist das immer irgendwo da unten und es geht mir unglaublich auf den Wecker, weil das Teil ist immer dort, wo ich es nicht haben will im Alltag. Deshalb habe ich das hier hochgeschoben und habe dann hier gesagt, Leistenposition fixieren. Und dann bleibt das da. Wenn ihr das nicht macht, ist es immer wieder unten in der Mitte. Und jetzt sage ich dem einfach mal, Tattoo weg. Haut des Oberarms. Und klicke auf Enter. Wenn ich einfach nur Haut eingebe, dann kommt ab und zu eine Fehlermeldung, weil Adobe denkt, das sei irgendwie sexistisch, pornografisch, keine Ahnung was. Also muss ich es näher beschreiben oder gar nichts eingeben, aber auch dann kommt ab und zu ja, eine Fehlermeldung. Ja, jetzt muss ich kurz schauen. Kleiner machen. So, ja, die haben alle nicht funktioniert. Dann versuchen wir es kurz so. Ich gebe gar nichts ein und hoffe, es kommt keine Fehlermeldung. Weil eigentlich ist es so, wenn ihr nichts eingebt, dann gebt ihr Photoshop damit den Befehl, etwas zu entfernen. Seht ihr hier? Ihr habt dann hier immer drei Varianten, die ihr nutzen könnt. Hier, drei Varianten. Und ich kann natürlich jetzt hingehen und kann mit dem Maskierungspinsel hier noch Bereiche entfernen, die nicht gut geworden sind. Ich verzichte jetzt darauf. Die Auswahl war nicht perfekt, aber ihr seht, ich habe mit einem Mausklick eigentlich alles entfernt, muss hier noch etwas nachbessern. Das ist ganz interessant, dass ich das vor 3 Wochen gezeigt habe. Mit der gleichen Maske hatte ich 3 perfekte Resultate. In der Zwischenzeit ist ein kleines Photoshop-Update gekommen und es kann durchaus sein, dass sich da was verändert hat. Oder wenn ich jetzt das Gleiche nochmals eingebe und hier die Auswahl ein bisschen genauer mache, so, und hier nochmals nichts eingebe, kann es sein, dass bei der erneuten Eingabe kommen wieder 3 Vorschläge, dass die dann sitzen. Kurz schauen. Das ist es wert, das kurz abzuwarten. Naja, hier, das ist interessant, das ist seit dem letzten Update, ist das schlechter geworden. Aber hier Version 2, ja, Version 2, die sitzt. Ich denke, die können wir so nutzen. Ich finde es spannend, dass da sogar das Haar fortgeführt wird. Seht ihr hier? Der hat die Haare und die werden da weitergeführt. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend gemacht. Und ihr seht, ich habe im Demo-Beispiel habe ich hier noch einen Ring hinzugefügt. Da habe ich auch einfach nichts anderes getan, als hier mit dem Lasso quasi hier einfach, wo habe ich den?
hier gesetzt mit dem Lasso, hier so eine grobe Auswahl erstellt und habe dann hier einfach gesagt, Ring. Und dann wird hier ein Ring erfunden. Wichtig ist, es hängt extrem davon ab, wie gut eure Auswahl ist, die ihr da zeichnet. Wenn die viel zu groß oder unförmig ist, in meinem Fall war die auch nicht wirklich gut, dann kommt nicht immer etwas Gescheites dabei raus. Und ein Problem ist noch, seht ihr da oben, das sehe ich erst jetzt, die Auswahl ist um 10 Pixel weich gezeichnet. Durch diese Weichzeichnung war die Auswahl dann zu klein und die generative Füllung wusste nicht mehr, was tun. Aber ihr seht hier, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also nicht perfekt, aber ja, für zwei Mausklicks sehr, sehr beeindruckend. Gut, und so könnte ich jetzt tonnenweise Beispiele zeigen. Ich zeige noch eines, Moment mal kurz, ja, das ist nicht, ja gut, nein, nein, ich habe nicht ewig Zeit. Dieses Bild hier habe ich, oder einige, die ich heute gezeigt habe, habe ich ja schon im MediaMetro-Modul gezeigt, das ihr vielleicht kennt. Vielleicht ganz kurz, wenn ich diese Lampe da wegretuschieren will, dann gibt es ja zum Beispiel die inhaltsbasierte Füllung. Das wäre, wenn ich einfach hingehen würde mit dem Lasso, hier eine Auswahl erstelle. Ich gebe mir jetzt da nicht so Mühe. Und dann mit Shift-Lösch-Taste sage, inhaltsbasiert, dann passiert das. Also man sieht, das ist nicht perfekt. Das ist nicht gut. Oder halt eben das. Man sieht, das passt nicht. Dann gäbe es den Bereichsreparaturpinsel. Das wäre der da, den gibt es schon seit vielen Jahren und der war oft mein Go-To-Werkzeug für solche Aufgaben, aber auch der versagt da. So, und jetzt gibt es das Entfernen-Werkzeug. Das ist neu dazugekommen und nutzt KI. Entfernen-Werkzeug. Sagt am besten alle Ebenen aufnehmen. Und dann erstellt ihr eine neue leere Ebene. Und wenn ich jetzt hier eine Auswahl erstelle, einfach mal hier rum. Hier rum, ich mache das so in Etappen. Dann wird das entfernt. Das ist auch nicht perfekt, aber das Coole ist, ich kann da, wo es nicht perfekt ist, seht ihr, da kann ich nochmals drüber fahren. Und das Werkzeug erkennt dann, ah, da muss ich etwas weiterführen. Das ist das Faszinierende, finde ich. Und so könnte ich jetzt versuchen, hier weitere Bereiche wegzunehmen. Ich versuche es mal in einer Auswahl. So, nicht perfekt, aber wie gesagt, ich kann dann hier hin, kann das erneut generieren lassen. Und so bin ich damit mit wenigen Mausklicks bin ich von hier. Finde ich schon beeindruckend. Wäre auch früher gegangen, aber nicht so schnell. Gut, also dann, ja, das kann ich euch kurz zeigen, weil das ist faszinierend. Ich würde sagen, ich zeige noch zwei, drei Dinge und dann ist die Stunde auch schon wieder rum. Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Aber das hier finde ich extrem witzig, das kurz zu zeigen. Vielleicht habt ihr es bei mir im YouTube-Kanal schon gesehen oder im MediaMetro-Modul, wo ich das verfilmt habe. Und zwar, ihr habt ja, wie ich anfangs erwähnt habe, ihr habt keinerlei Regler oder Knöpfe in Photoshop, um zu steuern, wie stark Photoshops generative Füllung, wie stark die wirken soll, wie stark die sich dem Original anlehnen soll oder nicht. Jetzt will ich euch kurz etwas zeigen. Schaut mal, wenn ich jetzt hingehe, ich habe da, ihr seht, ich war nie sonderlich gut im Zeichnen. Das sollte ein Landschaftsbild sein mit einem Fluss, mit Bäumen, etwas Vegetation, Schneeberge und Himmel. Und wenn ich jetzt da hingehe und folgenden Prompt eingebe, ich habe den da mal aufgeschrieben, damit ich ihn nicht eintippen muss. Wenn ich das jetzt da einfach mal nicht mal tief auswählen. Wenn ich da alles auswähle und hier eingebe,
Was habe ich da? Landschaft mit Felsen im Vordergrund, Bäumen und Wiese im Mittelgrund und Schneebergen und Wolkenhimmel im Hintergrund. Ein Fluss fließt durch die Landschaft. Ja, so, jetzt generiere ich das mal. Und jetzt könnt ihr überlegen, wie stark wird das Endprodukt wohl dieser Skizze ähneln? Was denkt ihr? Wir lassen uns überraschen. Und wir merken, der Prompt wurde berücksichtigt. Wir haben Berge, wir haben Vegetation, wir haben einen Fluss. Aber die Ergebnisse, die haben eigentlich nichts mit dem zu tun, weil ich hätte den Fluss gerne von vorne so nach hinten. Ja? Und das ist weder hier noch hier, am ehesten noch hier der Fall. So, jetzt hätte ich das aber gerne etwas gesteuert. Und jetzt schaut mal, jetzt wird es wirklich interessant. Ihr könnt nämlich mit der Taste Q in den Maskierungsmodus, in den Quick Mask Mode, dann steht da oben Maskierungsmodus und da wird die Ebene anders markiert. Und wenn ich jetzt da eine dunkle Farbe wähle, also schwarz, dann bedeutet das, das Bild wird vollständig ausgewählt, sprich, es hat den gleichen Effekt, wie wenn ich hier Command A drücke. Okay? Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich bin hier eher hell, nicht weiß, aber hell. So. Und dann beende ich den Maskierungsmodus und gebe hier den. Ah, sorry, ich verwechsle es immer. Ich muss es nochmal machen. Ich wähle eine hellere Farbe und fülle das mit Alt-Lösch-Taste, hatte ich zuvor noch vergessen. So. Und jetzt sage ich generative Füllung und gebe das Gleiche nochmals ein. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden wir relativ nahe am Original dran sein. Seht ihr? Also die generative Füllung, die hat jetzt hier relativ wenig Spielraum, weil ich die Auswahl nur ganz schwach erstellt habe. Seht ihr? Da kann die KI nicht viel machen. Wir wiederholen das Spiel und nehmen eine mittlere Helligkeit irgendwo da. Und füllen wieder mit Alt-Lösch-Taste, verlassen den Maskierungsmodus, geben den gleichen Prompt ein und warten ab. Und jetzt dürften wir langsam so in einer Größenordnung sein, wo wir sagen, okay, das Ganze sieht vermutlich fotorealistisch aus und hat sehr starke Ähnlichkeit mit meiner Skizze. Seht ihr? Also der Fluss geht genau hier durch, wo ich ihn skizziert habe. Und zwar bei allen dreien. Ich finde es absolut faszinierend. Und je dunkler ihr jetzt beim Maskierungsmodus hier den Grauwert macht, desto stärker erlaubt ihr Photoshops KI, von dieser Skizze abzuweichen und selber etwas zu generieren. Okay? Das heißt, wenn ihr ein Vorbild habt, das muss ja nicht eine Skizze sein, das kann ein echtes Foto sein. Dann könnt ihr mit dem Maskierungsmodus die Bereiche partiell bemalen, partiell auswählen, um Photoshop die Möglichkeit zu geben, das, was darunter liegt, zu gewichten und zu berücksichtigen. Seht ihr, es ist hier jetzt schon etwas schwächer. Der Bach oder der Fluss ist da zum Beispiel ja, gewölbt. Das war zuvor nicht, weil halt eben die Deckkraft dunkler ist. Finde ich absolut faszinierend, ist extrem versteckt. Wenn das einem niemand sagt, dann findet man das nicht einfach so raus. Finde ich schade. Das muss irgendwann, muss es da mehr Optionen geben mit Schiebreglern, mit Knöpfen wie in Firefly auch. Aber ich bin überzeugt, das kommt. Gut, was kann ich euch noch Gutes tun? Ja, sagen wir den, der kommt auch aus dem Media Metro Modul. Und ich glaube, den müssen wir einfach noch kurz machen. Noch zwei Beispiele, wenn ihr mögt. So. So sollte es am Schluss werden. Und das werden wir jetzt nicht schaffen in dieser Zeit, aber nur um euch zu demonstrieren, es geht. Und das ist alles durch KI retuschiert hier. Und der schwierigste Teil, wo ich manuell nachgeholfen habe, und das ist nicht perfekt, war hier die Hände. Seht ihr?
Da ist nicht perfekt, aber ja, ich wollte nicht zu viel Zeit verlieren. Und wenn man das von weit weg anschaut, das merkt kein Mensch. So. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Dame hier auf der rechten Seite wegzukriegen ist. Ich habe den angetroffen auf Palma, auf Mallorca, und da hat es immer Leute und die Gasse war einfach nie leer. Also habe ich einfach abgedrückt. Ich habe auch hier eine Auswahl vorerstellt und ihr seht hier, es wird da teilweise seine Kleidung leicht touchiert, aber das macht nichts. Das macht nichts. Ich mache die hier noch etwas genauer da, muss nämlich hier durchgehen. So. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich einfach wieder hier hingehe, generative Füllung. Und ich bin jetzt gespannt, ich gebe mal nichts ein. Oder ob ich da eingeben muss, dass da eine Mauer zu generieren ist. Ich glaube, nichts würde reichen. Und dann ist die einfach weg und die Mauer wird fortgeführt. Also ich finde das, ich find das unglaublich. Seht ihr? Also das ist wirklich Wahnsinn, was da abgeht hier. Ich habe dann immer mehrere zur Auswahl. Ich kann die immer noch zusätzliche generieren mit einem Mausklick von hier nach hier. Übrigens, wenn ihr euch für ein Resultat entscheidet, dann würde ich die anderen löschen und würde die Ebene vermutlich rastern. Dann verliert ihr zwar hier die Optionen, aber die Datenmenge, die nimmt massiv ab, weil die Datenmenge, die wird viel, viel, viel größer, wenn Photoshop sich all diese Alternativen merken muss. Also wenn ihr mal zufrieden seid, dann würde ich das Ganze rastern und die Alternativen entfernen. Gut, jetzt können wir ja noch kurz ein Motiv von Grund erfinden. Nehmen wir noch kurz das da. Und nur um zu zeigen, ich habe das auch mal in einem YouTube-Video gezeigt. Das ist das Bild nach den Prompts. Und so hat es mal ausgeschaut. Also mit Ausnahme des Fahrzeuges ist hier alles anders. Über verschiedene Ebenen sind dann da verschiedene Bereiche entstanden. Wie ihr seht, mit ein paar Mausklicks bin ich von hier gelandet. Das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt vielleicht kurz hier in abgespeckter Form. Ich finde es noch ganz witzig, wenn ich einfach hingehe und sage, okay, ich wähle hier zum Beispiel dieses Kiesbett aus da oder diesen Kiesweg, so gut es halt geht. Subtrahiere hier kurz und schreibe jetzt hier einfach mal, ich hätte gerne einen Weiher oder einen Teich oder so etwas. Und dann wird da Wasser generiert und die Frau, die müsste sich ja eigentlich hier im Wasser spiegeln. Jetzt bin ich gespannt, wie Photoshop das löst. Ja. Okay, aber ja, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Und genau da, wo es anspruchsvoll wird, wo das Gesicht käme, da ist das Wasser dann irgendwie bedeckt mit anderem Zeugs. Aber Mensch, es ist unglaublich. Es ist wirklich krass. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel noch hingehen und sagen, okay, hier hätte ich gerne eine Seerose. Und dann wird die Seerose generiert, wenn ich mir nicht mit den 10 Pixeln weiche Kante wieder in den Finger geschnitten hätte. Mal schauen, was da kommt. Ja, das ist jetzt sehr brav, aber okay. Was übrigens nicht geht, wenn ich da zum Beispiel sage, ich hätte hier gerne Gebüsch oder Bäume oder so. Das klappt einfach nicht. Wenn ich da sage Gebüsch, da kommt nichts Gescheites dabei raus. Ich habe 10, 20 Mal probiert. Irgendwann hört es dann im Moment einfach auf und der kann sich dann trotzdem nichts mehr vorstellen. Zumindest vor etwa 3 Wochen war es so. Seht ihr, da ist ein bisschen grün geworden, aber okay, das ist nicht Gebüsch. Ich habe verschiedene Begriffe probiert, ich habe Bäume genommen und so. Ich habe die Auswahl hochgezogen. Irgendwie scheint der dann bei größeren Motiven teilweise Probleme zu haben. Und auch Firefly habe ich getestet, habe das Bild auf Firefly hochgeladen und dort generiert,
hat nicht geklappt, hat aber zum Beispiel geklappt bei Leonardo AI. Zeige ich vielleicht nachher noch kurz den Link dazu. Das ist ganz cool, weil ihr dort kostenlos im Gegensatz zu Midjourney auch Text zu Bild machen könnt in sehr, sehr guter Qualität. Gut, ich glaube, so vom Zeitbudget her, ja, der wäre auch noch spannend. Nur ganz kurz, habe ich auch in einem Video schon gezeigt. Ich muss Ihnen ja nicht unbedingt zeigen, wie ich das Bild im Detail gemacht habe, aber ganz kurz. Das Originalbild war so: schwarze Haare vor schwarzem Hintergrund. Das ist unendlich schwierig freizustellen. Und wenn ich das freistelle, dann sieht das, wenn ich nichts weiter tue, so aus. Seht ihr? Sieht das so aus? Also man sieht da die Haare, die sind da, das passt einfach nicht, weil Photoshop kann das nicht auswählen, weil es schwarze Haare vor schwarzem Hintergrund ist. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier einfach mit dem Lasso bin ich hingegangen auf eine neue leere Ebene und habe hier dann zum Beispiel Bereiche ausgewählt, vielleicht nicht so großzügig und nicht so weich, so. Habe hier Bereiche ausgewählt und habe dann da einfach gesagt, gewähltes Haar. Und dann hoffe ich zumindest, müsste sich Photoshop hier die Haare neu erfinden. Es ist immer so ein bisschen ein Zittern und Warten, weil mit jeder Photoshop-Version gewisse Dinge wieder anders sind. Aber ich denke, okay, damit kann ich leben. Da ist es nicht sauber, aber das kann ich beheben. Und so habe ich dann das gemacht. Also mit relativ wenigen Prompts habe ich hier diese feinen Härchen hinzugefügt. Und könnte dann da weitergehen und einen anderen Hintergrund zum Beispiel reinziehen, als wir es hier hatten und noch mit Licht spielen und so. Aber ja, ich finde es extrem cool. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man diese generative KI nutzen kann. Das ist wirklich genial. Ist wirklich beeindruckend. Vielleicht noch ganz kurz, das hat nichts mit Adobe zu tun, aber wenn euch das interessiert, dann googelt mal nach Leonardo AI. Hier. Ich gehe da jetzt nicht explizit rein. Da könnt ihr euch Stand heute noch kostenlos anmelden. Leonardo.ai ist sogar die URL. Und da könnt ihr dann kostenlos, könnt ihr Text zu Bild generieren. Die Ergebnisse sind schlechter als Midjourney, aber besser als Photoshop. Das ist so ein bisschen meine Devise. Ich bin auch der Meinung, immer noch besser als Firefly. Kommt so ein bisschen auf die Prompts und auf die Motive an. Allerdings haben wir hier nicht so ein schönes Interface wie bei Firefly, aber schaut mal an, solange es noch kostenlos ist. Und noch ein letztes Wort, wenn ihr euch generell so ein bisschen für KI in der Bildbearbeitung interessiert, da gibt es tonnenweise andere Tools. Es gibt zum Beispiel Luminar Neo. Das ist noch ganz witzig, da wird auch in Zukunft noch einiges dazukommen, wo ihr ebenfalls so generative Entfernung bald drin haben werdet, wo man Himmel austauschen kann. Da werden dann sogar die Spiegelungen im Wasser automatisch korrigiert. Man kann das Wetter ändern. Das ist auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ist gleichzeitig auch ein RAW-Konverter mit massenhaft künstlicher Intelligenz drin. Man kann zum Beispiel bei Porträts auch die Augen mit zwei Klicks sehr schön optimieren. Dann, was auch ganz spannend ist, ist On-One Photo Raw. Weil da finde ich, das ist der einzige Raw-Konverter, den ich kenne,
der auf Wunsch per Knopfdruck das Bild analysiert und automatisch das Bild bereits anfängt zu optimieren. Also der erstellt Masken für den Vordergrund, für den Hintergrund und fängt an, das Bild zu optimieren, den Hintergrund abzudunkeln, das Motiv aufzuhellen und so, ohne dass ihr das machen müsst, und gibt euch unendlich viel Freiraum und Kontrolle, das zu tun. Gibt es als RAW-Converter, als Photoshop-Plugin, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Dann gibt es, ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, ein Photoshop-Plugin. Das ist das Krasseste, was ich schon gesehen habe. Ich habe es aber selber nicht, weil es kostet ein absolutes Vermögen. Also das kostet um die 600 oder 1000 Euro, glaube ich, wenn ihr alles haben wollt. Da sind Photoshop-Plugins drin und da könnt ihr mit zwei, drei Mausklicks High-End-Porträt-Retuschen machen. Da habe ich als jemand, der Photoshop seit über 20 Jahren nutzt, da habe ich locker eine Stunde und der hat das in einer Minute. Und zwar qualitativ sehr nah an dem dran, wenn ich es machen würde. Also wenn jemand professionell Porträts fotografiert und tonnenweise so Retuschen machen muss, dann würde sich das rechnen. Ich selber verdiene kein Geld als Privater mit Bildbearbeitung. Für mich lohnt sich das nicht, ist zu teuer. Aber ihr könnt euch mal ein paar YouTube-Videos anschauen, über das gebt es mal ein. Das ist absolut krass. Also das ist das Wahnsinnigste in diesem Bereich, was ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich krass. Könnt auch automatisch Studio-Hintergründe entfernen lassen, wenn ihr zum Beispiel den Studio-Hintergrund, wenn ihr noch die Stative und die Lichter und so seht, dann könnt ihr das automatisch entfernen lassen. Echt krass. Genau. So, das wäre so in einer Stunde grob erklärt KI in der Bildbearbeitung gewesen. Ich weiß, es war nur zum Aufwärmen, aber ich hoffe, es war trotzdem ein wenig etwas dabei, was für euch spannend war. Wenn Fragen sind, bin ich natürlich gerne da. Herzlichen Dank, Michel. Das war extrem spannend. Ich bin teilweise aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Obwohl ich bisher das Gefühl hatte, ich kenne Photoshop eigentlich relativ gut, aber da war jetzt so viel Neues dabei. Vielen Dank für diese Stunde. Sehr gerne. Haben wir Fragen? Ihr könnt entweder euch einfach melden oder in den Chat schreiben, dann lese ich das vor. Ja, eine Frage hätte ich schon. Wie lernt man das gerade, wenn man keinen Michel Meierle hat? Also ganz ehrlich, ich bin die letzten 10 Jahre, ich darf es fast nicht sagen, bin ich vermutlich am besten gefahren mit gut ausgesuchten YouTube-Kanälen. Ich habe da nicht wahnsinnig viele, vielleicht 5, 10 Leute, denen ich folge, wo ich weiß, die sind einfach unglaublich gut und die sind unglaublich schnell und die sind noch viel intelligenter als ich und da habe ich extrem viel gelernt. Also bei Adobe selber kommt ja relativ wenig, bin ich der Meinung. Die haben ab und zu so ihre offiziellen Events, da die Adobe Max und so. Aber da, also erstens ist es sehr spät, oder? Wenn Adobe einen Anlass macht, dann sind die Features, sie künden sie dann an und dann wartet man wieder ein Jahr. Ja, ich finde, von Adobe kommt nicht so viel, aber es gibt sehr gute YouTube-Kanäle. Es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, ich share nochmal. Willst du da was vielleicht in den Chat stellen? Ja, genau. Ich kenne den nicht auswendig, aber der Kanal, Moment kurz. Geht da wieder raus? Ja, ist ja gut. Moment. Ich stelle es in den Chat. Der Kanal heißt, glaube ich, Pix Imperfect.
Ja, ich poste gleich den Link. Während du den Link postest, es gibt ja, vielleicht ich der Stelle erwähnen, es gibt ja zwei Module von dir bei Genau. Media Metro über die künstliche Intelligenz in der Bildbearbeitung und das andere, das neuere ist die generative Füllung in Photoshop. Und Media Metro, das ist die Lernplattform vom VSD, also vom Verband der Schweizer Druckindustrie. Das kann man aber auch als Privatperson abonnieren. Schreibst du auch noch schnell den Link in den Chat? Ist aber nicht ganz billig, glaube ich. Markus, willst du dazu etwas sagen, wenn du noch da bist? Ja, ist so, dass man ein Jahresabonnement löst und dann das ein Jahr lang nutzen kann, sage ich mal, zwischen 8 und 10 neue Module, die kosten auch was, so ein Modul. Und dann ist es natürlich Firmenabonnement im Vordergrund, aber auch für Privatpersonen 400 Franken halt für ein Jahr. Und wenn ich was in diese Richtung dann einzeln buche, wir haben jetzt was drauf, da kostet der Kurs alleine schon 590 Euronen. Also ja, ist immer das Verhältnis, wie man es sieht, ja. Vielleicht noch kurz, sorry. Dafür geht man mein auch. Kanal kann ich hier auch noch kurz posten. Entschuldigung. Ja, und es gibt natürlich tonnenweise gute Photoshop-Leute, aber das ist eigentlich, YouTube ist für mich eine unglaubliche Inspirationsquelle und wo ich mal Ideen sammle, wie es andere machen und dann experimentiere ich einfach selber. Und das meiste kommt dann schon durchs Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr den Burt Monroy kennt, der ist nicht mehr so aktiv, ist ein älterer Herr. Und der hat so in den 80er, 90er Jahren hat er in Photoshop fotorealistische Zeichnungen angefertigt. Mit uralten Photoshop-Versionen hat er Dinge gezeichnet, die waren fotorealistisch. Anders war es damals nicht möglich. Da gab es noch keine so 3D-Programme, wie es heute gibt. Und der wurde engagiert, um Dinge zu zeichnen, wenn sonst keine Software das konnte in den 80er, 90er Jahren. Und der hat das alles mit Photoshop und Illustrator gemacht. Und der hat immer gesagt, sit down and play. Playing is the best way to learn. Also setzt euch hin und spielt. Mit dem Spielen ist die beste Art, etwas zu lernen. Und das ist so, also experimentieren und da kommt so viel Cooles dabei raus. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Das hat mir jetzt wieder einiges an Vorhaben beschert, was ich demnächst mal planen möchte, machen möchte. Das ist gut, das freut mich. Vielen Dank. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde jetzt am liebsten hier zumachen und gleich Photoshop aufmachen. Genau. Ich hätte noch eine Frage. Zu Beginn beim Haare freistellen hast du gesagt, dass das über die Cloud oder den Server besser funktioniert. Wie ist es da denn mit Datenschutz? Also wenn man jetzt vom Kunden Bilder bearbeitet, ist das kritisch oder? Nein, also die Bilder, die werden nur so lange von Adobe genutzt, wie die Berechnung dauert und dann wird das gelöscht, gemäß Adobe. Kontrollieren kann ich das nicht, aber also das kann sich Adobe nicht leisten. Wenn da etwas auffliegt, dann sind die weg vom Fenster. Also das ist, da sind die sich bewusst, wie heikel das ist. Das würde mich sehr erstaunen, wenn da mehr damit gemacht werden würde. Die Bilder werden auch nicht genutzt, um zu trainieren, weil, wie gesagt, das Training geschieht mit Adobe Stock oder mit eigenem Material, das Adobe selber beisteuert, von Adobe-Mitarbeitenden, aber nicht von solchen Bildern. Okay, super, gut zu wissen. Dankeschön. Bitte.